Ah, Leute, ist wieder Xien's Garten mit der Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir sind ziemlich ratlos und... Also, ich bin ziemlich ratlos und... Ja, weiß momentan nicht so wirklich, was... Was man von mir haben möchte. Soll irgendwas in der Vergangenheit machen? Irgendwie soll ich mit meinem Schwert einem Hagel aus Kugeln entgegentreten? Aber mir sagt keiner was. Hallo? Schatzo, ist nicht leicht. Hilfst du mir mit 20 Glutkernen und 20 Pumpen aus? Wenn ich Glück habe und etwas finde, bekommst du die Hälfte. Wie wär's? Ja? Überlass mir die Suche. Ich werde schnell etwas finden. Komm später noch einmal wieder. Okay, wir sind mal wieder unsere Glutkerne los. Bei dem waren wir bisher aber noch nicht. Hier sind wir damals hergekommen. Das ist doch garantiert wieder nur für Gasha-Kerne. War klar. Was war jetzt da drin? Hallo? Nicht jeder Krone kann den großen zwei... Also... Das wollte ich nicht. Schon gehen wieder darüber, weil ich irgendwas in der Vergangenheit machen muss. Was will man hier von mir? Das gibt's doch nicht. Einem Hagel von fliegenden Bällen entgegen. Es muss dieses Spiel sein. Ich wüsste nicht, was man sonst machen soll. Im Verlies kommen wir nicht weiter. Das hier... Da können wir nicht rein? Nix, eine Höhle, ja. Aber hier führt kein Weg weiter. An der einen Stelle, an der theoretisch ein Durchgang wäre, können wir nicht weiter. Hier ist kein Durchgang. An der einzigen Stelle, wo ein Durchgang wäre, nämlich da oben, können wir nicht weiter. Wir sind ja schon... Vergangenheit. Hier habe ich schon geschaut. Hier ist nichts weiter. Auch wenn da zwei Wände komischerweise zusammenführen, ist da nichts weiter.
Muss ich mich jetzt wirklich mit diesem dämlichen Spiel auseinandersetzen? Ich hatte gehofft, das wäre rein optional. Aber was anderes sagt mir die ganze Angelegenheit hier nicht. Anders verstehe ich diesen Tipp nicht. Weil ich meine, wenn die Bomben gewesen wären, hätte er gesagt Bomben, nicht fliegende Bälle. Ja. Super. Dürfen wir uns mit dem nächsten Spiel abmühen. Aber als ich überhaupt nicht verstehe. Was sagst du noch gleich? Keine Ahnung, was man mit der Tür machen soll. Volltreffer bringen Preise. 53 Punkte mehr. Gashakern. Rubine. Herz. Ja, aber da steht nichts von einem. Da steht nichts von einem Schlüssel. Wohin soll ich? Dann anscheinend doch wieder nicht dahin. Wenn es nicht mal bei den Preisen steht. Den habe ich schon gesehen. Aber schon gesehen, was dahinter ist. Ich darf es ja nicht öffnen. Schwerten Hagel von fliegenden Bällen. Sehr viel Leidenschaft. Mit Betonung auf Leiden. Ja. Da ist die Rede von einem Schlüssel. Und der mit der Weissagung sagt irgendwas von einem Hagel von fliegenden Bällen. Wo krieg ich den her? Ich bräuchte ein bisschen mehr Informationen, um weiterzukommen. So komme ich ja halt nirgendwo hin.
Oder soll ich jetzt nochmal in der Vergangenheit tanzen, weil... Hey, plötzlich hat er doch den Schlüssel. Wieso sagt diese eine Gorone überhaupt, dass dieser Tänzer den Schlüssel hat? Wenn es anscheinend ja gar nicht stimmt. Du hast ja wahrscheinlich... Toll. Ja. Das hier ist komplett sinnbefreit. Yay. Nein. Tut mir leid, dass ich so herumirre. Wenn ich jetzt die Folge wieder nicht fündig werde, dann muss ich halt außerhalb der Aufnahme mal schauen. Aha. Dank dir habe ich einen Schatz gefunden. Es sind sogar zwei Truhen. Such dir eine aus. Ah, du sollst die Truhe öffnen. Ein Ring. Okay. Wahrscheinlich wird das andere wieder ein Gacha-Kern gefunden. Was anderes kriegt man im Spiel ja auch nicht. Gut, das hat sich jetzt auch nicht gelohnt. Weil der andere hat doch was gesagt, von wegen, die hätten Läden eröffnet. Vielleicht hat ja da irgendwo einer, der einen Laden eröffnet hat. Vielleicht hat ja da irgendwo einer dann auch so ein Minispiel wie der andere. Da können wir dann den Schlüssel gewinnen. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung, was die von uns wollen. Der Raum hier ist weiterhin ungenutzt. Wenn da irgendwo die Lä von Läden die Rede ist, werden wir doch da auch mal welche finden müssen, oder nicht? Ja, jetzt bin ich doch gleich wieder einfach nur am Anfang, oder? Wo sind denn eure tollen Läden? Ja, jetzt sind wir wieder hier. Wo zum Geier soll das sein?
Ja, jetzt muss ich wieder in die Zukunft. Ja, in die Zukunft. Ja. Zukunft, um wieder da hochzukommen. Ja, ich kann halt auch nichts machen, wenn ich mal getroffen wurde. Dann halt wieder so. Ich darf mich dann einfach auch nicht mehr retten. Ja, jetzt sind wir wieder hier oben, haben einen Haufen Zeit verschwendet. Da ist noch das Verlies. Aber das da drüben ist doch total auffällig, oder? Anscheinend ja nicht. Also Läden, also ja, sind ja in der Zukunft, in der, als er das sagte. Nein, Martha. Das muss gerade wirklich nicht sein. Ich kann halt mit dem tanzenden Goronen auch einfach nur sprechen, um zu sagen, ja, ich möchte mittanzen oder nein. Möchte ich nicht. Indem er mir nur wenigstens Informationen dazu geben würde, wo dieser Schlüssel ist. Was das mit diesem Lavasaft soll, weiß ich auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich den herkriegen soll. Und der redet nur von diesem Hagel von fliegenden Bällen. Ich will doch einfach nur diesen anderen Schlüssel haben. Warum funktioniert denn dieser Schlüssel, den wir erhalten haben, nicht auch in der Zukunft? Du erzählst wieder. Wo krieg ich diesen Saft her?
Ich verstehe überhaupt nicht, was man von mir will. Keine Ahnung. Yay, wieder nur was für Gashakerne. Ja, das klingt, als ob da in der Vergangenheit irgend... Als ob da in der Vergangenheit was wäre. Natürlich. Und wieder scheitert's an sowas. Ewig lange rumfrustrieren, nur um dann wieder sowas haben. Hey! Mensch, da ist ja noch was anderes. Hey! Mensch, da krieg ich doch jetzt nicht etwa den Schlüssel her. Oh, ich mache eine extra lange Folge, das lasse ich mir nicht bieten. Das lasse ich mir nicht bieten. Dies ist die Schießbude der Goronen. Unser Spiel war ein Renner in Lunadorf. Momentan gibt es Lavasaft als Hauptpreis für besonders gute Spieler. Versuchst du es? Na, 20 Rubine. Okay. Möchtest du die Regeln hören? Nein. Okay, lass uns beginnen. Viel Glück. Zweimal rot. Ja, toll. Natürlich. Toll. Zwei blau. Eine Fee, dankeschön. Zweihundertfünfzig. Rot. Mhm. 300. Kann man es dabei nicht gut sein lassen. Okay, dann halt nochmal so. 390. Komm schon, gib mir dafür bitte diesen Lavasaft. Erstaunlich, der Lavasaft gehört dir. Ach, da ging es nicht mal um Punkte. Du hältst den Lavasaft. Ein weiterer Versuch kostet nur 20 Rubine. Nein. Schade, naja, schau bald mal wieder vorbei. Nein. Ich will jetzt einfach nur noch weiterspielen. Oh, wieder so ein Portal unter dem Stein. Mein Gott, ich dachte, ich hätte zugelernt, was das betrifft. Hier. Sag. Ja, du bist mit dem Plätzchen. Okay. Hey, dieser Schlüssel sieht dem nächsten Schlüssel des graziösen Goronen ähnlich. Du willst den Schlüssel des graziösen Goronen auch noch haben? Bist du nicht ein wenig habgierig? Pass auf, keine Ahnung, ob das hinhaut, aber wenn du mir den Lavasaft gibst, stelle ich dich dem graziösen Goronen vor. Na, bekomme ich den Lavasaft? Ja. Okay, bringe dem graziösen Goronen diesen Vorstellungsbrief. Ein Vorstellungsbrief. Zeigst du das dem graziösen Goronen? Werde Bescheid wissen. Aha. Das ist ganz toll. Das ist ganz toll. Das ist wundervoll. Ja, 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 ja. Ich hätte einfach wieder die Steine hochheben müssen. Das hätte mich auch nicht ganz so sehr frustriert, wenn ich nicht so elendig lange bei der Sache mit dem Tanzen gebraucht hätte. Oh, das ist ja die, oh, das ist ja die Vorstellung eines Bruders. Was steht hier?
Gib mir deinen nächsten Schlüssel. Woher weiß er nur, dass ich einen besitze? Na gut. Schließlich kann ich meinem Bruder ja keine Bitte abschlagen. Aber ich werde ihn dir nicht einfach geben. Tanze... Na, dafür. Wenn du mit mir Schritt hältst, soll der nächsten Schlüssel dein sein. Also was ist? Ein Versuch macht zwei... Das kann doch nicht euer Scheißernst sein! Soll ich dir den Tanz erklären? Nein! Komm schon, das gibt's doch nicht! Ich habe mich ewig abgemüht und jetzt habe ich nochmal... Das war jetzt aber auch leichter als die anderen. Ein Naturtalent. Da dich ein Bruder empfohlen hat, werde ich mein Versprechen einlösen. Du erhältst den nächsten Schlüssel. Komm wieder her, wenn du noch eine Tanzstunde brauchst. Nein. Ich hab genug davon. Danke. Gott, endlich haut sie den Schlüssel. Ich will. Nixenhöhle, ja. Die Nixenhöhle, als sie noch heile war. Von der heilen Nixenhöhle. Achso, das ist wieder. Das sind wieder die Gegner. Ich dachte gerade, wir hätten wieder so ein Rätsel vor uns, von wegen. Oh Gott, oh Gott. Ja, also an die Leute, die das Spiel selbst nie gespielt haben. Die ganze Sache mit dem Tanzen ist happiger, als es wahrscheinlich aussieht. Interessant, dass jetzt ein da drüben ein Gang ist, aber vorher nicht. Okay, ich muss hier anscheinend irgendwas auslösen, was dann... Okay, ich bin gespannt, was wir hier machen müssen, denn wir haben die anderen Schlüssel nicht mehr. Ja gut, ihr seid wandelnde Kerzen, euch muss ich wahrscheinlich anzünden. Mit Glutkern, wenn ich noch welche hätte. Aber nein, die bin ich ja für einen... Ah, Gott sei Dank, ich hab noch ein paar. Gott sei Dank. Wenn jetzt noch schnell die Glutkerne ausgegangen wären, ne? Ah ja. Ach komm. Und... Zack. Ich habe das Gefühl, das wird noch ziemlich unangenehm. Und ja, ich erinnere mich an meine Aussage. Diese Folge wird überzogen. Diese Folge wird bewusst überzogen, weil ich es nicht einsehe. Folgen mit so wenig Inhalt zu veröffentlichen. Ja, Xi, ganz toll. Und ich drücke immer wieder den falschen Knopf. Ein kleiner Schlüssel, ja. Ein kleiner alter Schlüssel. So. Wir machen mal beide. Oh, gibt keine zwei.
Wenn wir trotzdem mal hier die ganzen Töpfe hochheben. Damit wir gegebenenfalls, ja, dann halt nicht. Ich dachte mir, damit wir gegebenenfalls unsere Glutkerne ein wenig auffüllen können, weil diese Kerzengegner wahrscheinlich irgendwann nochmal auftauchen werden. Ah ja. Okay. Dann müssen die wohl nur einmalig aktiviert werden, dann machen wir das halt so. Wenn die Steine sich nicht schieben lassen wollen. Okay. Habe ich genau die falsche Seite gewählt? Ja, was wollt ihr jetzt an der Stelle von mir? Oder kann der Geist, der Wizrobe den Schalter betätigen? Das wäre unpraktisch. Ja, passt schon. Hab schon verstanden. Wir haben ja hier im Raum auch noch was anderes herumstehen. Tja. Dann machen wir es halt damit. Ja, hab's ja noch verstanden. Mit der Mechanik, wo dass man in Abgründe fallen kann, werde ich mich in diesem Leben wohl nicht mehr anfreunden. So war das nicht gedacht. So. Ah. Erinnere dich. Wie sah das denn damals aus? Tja. Mensch, das war aber schwierig. Sag ich aber trotzdem keinen Schlüssel für die Tür da. Und hier haben wir dieses Modderwasser. Kann ich nach wie vor nicht ran. Was hat's denn für eine Bewandtnis mit dem Modderwasser? Oder soll das tatsächlich Öl sein und... Nö. Dann... Irgendwas habe ich falsch gemacht. Nur was? Ich habe halt jetzt auch nichts verändert, wo man sagen könnte, das könnte einen Einfluss haben. Der Durchgang hier ist halt auch weg. Warum auch immer das verändert wurde. Hm.
Den Durchgang gibt's auch nicht mehr. Ah. Da gibt's noch einen. Nutzerkontrolle. Okay. Hier werden wir jetzt dann irgendwas auslösen können, was hoffentlich einen Einfluss auf die Zukunft haben wird. Auf die unsere Gegenwart. Hat sich fast schon gelohnt. Ihr wieder? Ja. Allmählich wird es aber schwierig, euch zu besiegen. Aua. Kann man natürlich sagen, ja, aber die sind doch total langsam, die Viecher. Das heißt trotzdem noch lange nicht, dass ich die treffe. Ja, den Raum kennen wir. Schlüssel? Ka. Aha. Okay, ja, jetzt haben wir ja auch eine Karte. Mich würde trotzdem so langsam interessieren. Dankeschön. Was genau man hier möchte. Aha. Mit begrenzten Ressourcen noch schnell Rätsel mit Reihenfolge. Naja. So. Okay. Na, dankeschön. So. Du sagst mir jetzt, was ich mit dieser Plörre anfangen kann. Also, was hat's jetzt mit diesem dunklen Wasser auf sich? Oder ist das Öl? Meide tiefe Gewässer. Okay. Seit wann ist das ein Problem? Ja, dann können wir jetzt aber hier auch nichts mehr machen. Wir haben jetzt hier was verschoben. Gut, es könnte natürlich sein, dass wir jetzt auch in der Vergangenheit an der Stelle eine verschobene, in der Zukunft eine verschobene Wand haben. Ich wüsste jedenfalls nicht, was ich hier sonst getan haben könnte. Und da uns ein Schlüssel fehlt, weiß ich auch nicht, was ich hier in der, was ich hier jetzt gerade noch machen soll. Deswegen werden wir jetzt wieder rausgehen. Und dann mal schauen, was wir in der Gegenwart hier tun können. Weil ich die Folge jetzt auch trotz bewusstem Überziehen nicht mehr ewig gehen lasse. So viel sei gesagt. Also langsam haben wir auch in dieser Folge genug gemacht für eine Folge. Schön, wie die Musik zweimal überlegen musste, ob sie anfangen möchte. Aha. Erste Änderung, wir können hier durch. Den Raum hatten wir vorher nicht. Leider haben wir trotzdem immer noch nicht unbedingt viele... Naja, okay, wir müssen dann sowieso nochmal die Zeit wechseln, wenn wir das tun müssen, dann... Werde ich mal kurz zurück nach Lünnerstadt gehen, um
mal unsere Glutkerne aufzufüllen. So kann das ja nicht weitergehen. So, okay. Also wir können jetzt auf jeden Fall hier hin. Aha, ja, jetzt hat sich hier nämlich auch was verschoben. Ja. Blindfisch. Blindfisch. Ganz einfach. Ich habe den Kompass gefunden. Sehr schön. Und hier haben wir jetzt plötzlich... Das hat aber damals anders ausgesehen. Wer hat denn das schon wieder so umgebaut? Hm? Die Leute vom Denkmalschutz sollten sich schämen. Okay. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Der Verliesgegenstand? Nehme ich an? Und dann muss man hier kriegen. Ob links oder rechts, nur ein Schicksal weiß davon. Nur ein Schicksal weiß davon. Ja, das heißt, wir hätten... Wir hätten es offenbar irgendwoher wissen können. Oh mein Gott, es gibt Schlimmeres, als ein paar Schlangen zu erledigen. Von daher... Ja, du... Was soll ich hier sonst machen? Hä? Du hast den großen Schlüssel gefunden. Hä? Das hätte garantiert irgendeinen schönen Zusammenhang mit der Vergangenheit gehabt, aber... Ich konnte aus dem Raum nicht mehr raus. Von daher musste ich rumprobieren. Ja, ich hoffe, dass wir das noch herausfinden können, weil das ist natürlich... Das ist natürlich unschön. 10 Rubine, ja, danke. Das ist... Das war wirklich nicht schön. Aber okay, so viel dazu. Wo hier das Problem liegen soll, weiß ich auch nicht. Oh nein, wie schlimm. Ja, schauen wir halt mal, was wir hier sonst noch so finden in dem Teil des Verlieses. Und wenn wir dann hier wieder soweit fertig sind, dann müssen wir halt wieder in die Vergangenheit gehen. Aber Augenblick mal. Okay, also den Durchgang gab's nie und wird auch nie in dieser Zeit geben. Jetzt haben wir gerade überlegt. Braucht ihr da oben einen Schlüssel? Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Ist
Sehr schön. Im letzten Moment noch schnell falsch gemacht. Mhm. So, was war denn hier das Problem? Achso, nee, den Durchgang gab's vorher nicht. Den gab es vorher nicht. Ja gut, aber wo ich gerade sehe, bei einer Dreiviertelstunde können wir es dann auch soweit beenden lassen, würde ich meinen. Und würde dann sagen, Musik für nächstes Mal bei der Legend of Zelda Oracle of Ages. Ich bin Xy. Bis dann, Leute. Ciao.